Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute möchte ich mit euch über eine geniale Heilpflanze sprechen. Und zwar ist es diesmal nicht die Brennnessel. Mein Video zur Brennnessel allerdings kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Es handelt sich diesmal um den Ackerschachtelhalm. Und zwar gehört der Ackerschachtelhalm noch zu den wenigen verbliebenen pflanzlichen Relikten aus der Eiszeit. Und zwar ist er ein lebendes Fossil. Er ist der letzte Nachfahre der ehemals artenreichen Gruppe der Gefäßsporenpflanzen. Vor 400 Millionen Jahren waren die Schachtelhalme bis zu 30 Meter hohe Bäume. Gemeinsam mit Riesenfarnen bildeten sie die ersten Wälder auf der nördlichen Erdhalbkugel. Aus ihren Überresten entstand die Steinkohle, die beispielsweise heute noch im Ruhrgebiet tief in der Erde lagert. Schachtelhalme vermehren sich ungeschlechtlich, also nicht über Blüten und Früchte, sondern über Sporen. Diese besondere Art der Vermehrung bewahrte sie vor der Ausrottung. Subhanallah. Die Heilkraft des Ackerschachtelhalmes war bereits im Altertum bekannt. Seiner harntreibenden Wirkung wegen wurde er deshalb häufig bei Erkrankungen der Nieren und Harnwege eingesetzt. Auch als Heilmittel, unter anderem zur Blutstillung und Entwässerung des Gewebes bei Ödemen, wurde er sehr geschätzt. Der Ackerschachtelhalm verfügt über einen hohen Gehalt an Kieselsäure. Sie ist ein weißlich gekörntes Mineral, das überall auf der Erde vorkommt. Kieselsäure wird zum Aufbau von Bindegewebe, Sehnen, Bändern, Haut, Haaren und Knochen sowie Zähnen und Nägeln benötigt. Silizium dient dem Körper als wichtigstes Steuermineral für Körperabläufe. Daher kann ein Mangel auch verheerende Folgen nach sich ziehen und sich unter anderem wie folgt zeigen: Haarausfall, beschleunigte Alterung, starke Faltenbildung, Abnutzung der Gelenkknorpel und Störungen im Mineralienhaushalt. Und da die heutige industriell hergestellte Nahrung sehr artfremd und unnatürlich ist, ist diese natürlich auch sehr mineralstoff-, Spurenelemente- und vitaminarm, weshalb die meisten Menschen heute auch unter einem Kieselsäuremangel leiden. Weshalb es stark anzuraten wäre, sich über dieses Heilkraut damit zu versorgen. Des Weiteren verfügt der Ackerschachtelhalm neben Kieselsäure auch über Inhaltsstoffe wie Saponine und Flavonoide. Diese Stoffe haben immunstärkende, antientzündliche und auch antimikrobielle Eigenschaften. Wer sich den Ackerschachtelhalm daher nun selber pflücken möchte, wie ich das getan habe, und das möchte ich empfehlen, der sollte unbedingt die Unterschiede zum giftigen Sumpfschachtelhalm kennen. Im Gegensatz zum Ackerschachtelhalm, der an Wiesenrändern und Böschungen wächst, wächst der Sumpfschachtelhalm an feuchteren Stellen. Man kann ihn vom giftigen Sumpfschachtelhalm unterscheiden, indem man ihn auf diese Weise auseinanderzieht und dann sieht, dass das unterste Glied der Seitenäste länger als die Scheide des Hauptsprosses ist. Wie das hier jetzt sehr schön zu sehen ist. Sind die Seitentriebe also länger als der Abstand im Haupttrieb, wie das hier bei 1 zu sehen ist, hat man es mit dem essbaren Ackerschachtelhalm zu tun. Sind die Seitentriebe kürzer oder gleich lang wie hier jetzt links zu sehen, handelt es sich um den giftigen Sumpfschachtelhalm. Beim Zinnkraut, also Ackerschachtelhalm, sind die Sprossenachsen lang, während sie beim Sumpfschachtelhalm kurz sind. Außerdem hat Ackerschachtelhalm dickere Stängel. Sie sind breiter als 3 mm, während die Stiele des Sumpfschachtelhalms deutlich schmaler sind. Das allereinfachste Unterscheidungsmerkmal allerdings bleibt eben, dass die Seitentriebe länger sind als der Haupttrieb. Wie wir das jetzt hier immer wieder sehen können, indem wir mehrere Male den Ackerschachtelhalm auseinanderreißen. Und wie gesagt, wächst eben der giftige Sumpfschachtelhalm an sumpfigen Standorten oder wo das Grundwasser sehr hoch steht. Der gesunde Ackerschachtelhalm oder das Zinnkraut wächst eben nur auf Äckern und Wiesen. Auch hier sieht man nochmal deutlich, dass eben diese Seitentriebe mindestens doppelt so lang sind wie der Haupttrieb hier in der Mitte zu sehen. Ich habe mir den Ackerschachtelhalm jetzt getrocknet, wie ich das teilweise auch mit Brennnessel und anderen Wildkräutern tue. Und der wird dann jeden Tag einmal oder mehrere Male umgewendet, damit er von allen Seiten gleichmäßig trocknen kann. Bei mir im Abstellraum ist es eben dunkel und eben immer sehr schön warm aufgrund des Destilliergerätes, was dort steht. Auf diese Weise wird er in Rohkostqualität getrocknet, weil die Außentemperatur nicht 35 Grad Celsius übersteigt und auch kein Licht an das Kraut kommt, sodass die meisten Vitamine weitgehend erhalten bleiben. Sobald das Zinnkraut dann komplett trocken ist, kommt es zuallererst in die Küchenmaschine und wird dort erstmal nur grob vermahlen, bevor es dann in der Kaffeemaschine später ganz fein vermahlen wird. Das vorherige grobe Vermahlen in der Küchenmaschine hat den Vorteil, dass man dann sehen kann, ob das Kraut wirklich komplett trocken ist, denn falls es nicht ganz trocken ist, könnte man es nochmal jetzt in grob vermahlener Form in den Abstellschrank für 1 bis 2 Tage stellen, bis es dann wirklich komplett trocken sein wird. Auch könnte man dann so grobe Stiele heraussortieren. Sobald der gesamte Ackerschachtelhalm also jetzt grob vermahlen ist, stelle ich ihn vorsichtshalber grundsätzlich immer noch
noch einmals für 1 bis 2 Tage in den warmen, dunklen Abstellraum, damit das Kraut wirklich ganz trocken sein wird. Und danach erst gebe ich ihn jetzt, wie wir das hier sehen, in die Kaffeemühle, um das Kraut jetzt ganz zu feinem Pulver zu vermahlen. Und das feingemahlene Pulver könnte man dann für verschiedene Heilzwecke verwenden. Feingemahlen könnte man ihn dann über das Essen streuen, in den Salat geben oder in den Smoothie. Einen meiner grünen Smoothies kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken, um auch zu zeigen, dass man alle Arten von Grünpulver da hineingeben kann und somit auch den gesunden Ackerschachtelhalm. Wichtig wäre dann, das Pulver luftdicht und lichtgeschützt in dunklen Gläsern aufzubewahren, wie wir das hier jetzt sehen. So bleiben die Vitamine darin gut erhalten und man kann den Ackerschachtelhalm auf diese Weise mindestens 1 Jahr lang aufheben und ihn täglich in den Speiseplan integrieren, wie hier jetzt zum Beispiel in den täglichen Salat. Im Ackerschachtelhalm, also in dem Zinnkraut, finden wir ca. 10% Kieselsäure. Dazu kommen Flavonoide, Pflanzenfarbstoffe wie Quercetin und Camphorol, Pflanzensäuren sowie Kalium. Besonders interessant bleibt jedoch eben der hohe Gehalt von Kieselsäure. Dabei handelt es sich letztendlich um Silizium in seiner organischen Form. Abgesehen davon, das Pulver also täglich einzunehmen, könnte man bei Bindegewebsschwäche zum Beispiel einen starken Aufguss zum Badewasser geben oder man trinkt den Ackerschachtelhalm Tee. Aufgrund des hohen Kieselsäuregehalts ist der Ackerschachtelhalm ein Geheimtipp unter Sportlern für gesunde Sehnen und Bänder. Er beugt Osteoporose vor, stärkt die Knochen, Knorpel und Gelenke sowie Haut, Haare, Nägel und Bindegewebe. Wie wir sehen, könnte man ihn auch super gut über das Essen streuen. Schon Pfarrer Kneipp lobte den Ackerschachtelhalm wegen seiner zusammenziehenden Kraft bei Entzündungen und Wunden. Pfarrer Künzle wiederum verwendete den Tee bei Blutbrechen aufgrund von Magengeschwüren. Der Tee soll das Blutbrechen fast augenblicklich stoppen. Bei Husten wirkt der Tee zudem festigend auf das Lungengewebe. Wenn man auch an die Vitamine gelangen will, dann gibt man das Pulver in kaltes Wasser und lässt es einige Minuten darin einwirken und siebt es dann durch ein Sieb ab. Ansonsten lässt man das Gemisch mehrere Stunden stehen, am besten über Nacht, und am nächsten Tag den Aufguss dann kurz aufkochen und abseihen. Für eine Teekur werden 5 Tassen täglich für die Dauer von 3 Wochen empfohlen. Ackerschachtelhalm gilt als klassische Einschleuserpflanze. Sie unterstützt die Aufnahme von Natrium und Magnesium im Körper. Ackerschachtelhalm gilt als gewebestärkend und blutstillend bei Nieren- und Blasenleiden, brüchigem Haar und Nägeln, Entzündungen, Wunden sowie zur Blutreinigung wird er ebenso verwendet. Der Ackerschachtelhalm ist auch ein sehr potentes Nierenkraut, so soll er Blasenentzündungen ganz natürlich lindern. Die Wirkung beruht auf den harntreibenden Effekten der Flavonoide. Als Tee getrunken spült er die ableitenden Harnwege, also Blase, Harnleiter und Harnröhre, vermehrt durch und schwemmt Bakterien und Keime aus. Um Ackerschachtelhalm bei Blasenentzündungen anzuwenden, trinkt man ihn in Form von Tee ab dem ersten Anzeichen. Mein Video dazu, wie ich meine Blasenentzündungen kuriert habe, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Der Ackerschachtelhalm unterstützt also die Nieren sehr stark. Manchmal kommt es auch bei Husten, Bronchitis und entzündeten Nebenhöhlen zum Einsatz. Wer unter einer Mandelentzündung leidet oder sich das Zahnfleisch entzündet hat, sollte mit dem Zinnkraut Tee gurgeln. Die im Ackerschachtelhalm enthaltene Kieselsäure könnte man auch in einer Salbe oder Creme für straffe Haut einsetzen. Mein Video zur selbstgemachten Aloe Vera Creme, das werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video reichlich mit euren Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.